Herzlich willkommen bei Mathematik. Ich möchte dir heute gerne zeigen, wie du den Grenzwert einer Funktion bestimmen kannst. Und zwar tue ich das am Beispiel einer quadratischen Funktion. Viel Spaß! Ach ja, Grenzwerte sind ja immer so ein Thema für sich. Gucken wir uns die Sache mal an. Die Aufgabe lautet, bestimme, wie sich der Graph der Funktion f im Unendlichen verhält. Die Funktion f ist wieder unsere quadratische Funktion. F von x ist gleich x² minus 2x minus 8. So, Grenzwerte bestimmen, auch Teil der Kurvendiskussion. Und weil das manchmal ein bisschen komplizierter ist, habe ich mir hier drei Varianten überlegt, mithilfe derer du die Grenzwerte bestimmen kannst. Variante 1 heißt, wir gucken uns den Graphen an. Variante 2 heißt, wir rechnen. Variante 3 heißt, wir argumentieren. So, wir starten mit Variante 1, dem Graphen der Funktion. Den gucken wir uns mal an. Wir wollen den Grenzwert bestimmen. Den Limes f von x für x gegen unendlich. Ja, so schreibt man das. Limes der Funktion f von x für x gegen unendlich. So, x gegen unendlich bedeutet, wir gehen auf der x-Achse ganz weit nach rechts und gucken, wie sich die Funktionswerte verhalten. Wir starten meinetwegen bei 1, gucken uns Funktionswert an, ist im Negativen. Bei 2 auch negativ, negativ und so weiter. So, bei 4 kommt die Nullstelle und ab da werden die Funktionswerte immer größer und größer, immer größer und größer. So, da knickt die Funktion nirgendwo ab. Das heißt, wenn man die Funktion jetzt weiterzeichnen würde, würde die über alle Grenzen gehen. Das heißt, es gibt keinen Grenzwert. Das heißt, die Funktionswerte gehen für x gegen unendlich auch gegen unendlich. Das heißt, wir können hinschreiben, Limes f von x für x gegen unendlich, unendlich. Ja, die Funktionswerte gehen gegen unendlich. Gucken wir uns das Ganze noch für negative x an. Limes f von x für x gegen minus unendlich. Gegen minus unendlich machen wir mal grün. Jetzt gehen wir beim Funktionsgraphen also ganz weit nach links und sehen dann hier, dass eben links von der minus 2 die f-Werte auch immer, immer größer werden. Ja, auch da ist jetzt ein bisschen blöd gezeichnet. Aber die Funktion würde da am linken Ast auch nicht mehr irgendwie abknicken. Das bedeutet, auch hier gehen die Funktionswerte gegen unendlich. Das ist hier schon die Lösung. Limes f von x für x gegen minus unendlich ist unendlich. Limes f von x für x gegen unendlich ist auch unendlich. Wie kann man es am Graphen speedmäßig erkennen? Naja, der rechte Ast der Parabel, der geht hier nach oben unendlich weiter. Und links eben auch. Das sind eben diese beiden Unendlichs. Okay. Das wäre eine Möglichkeit. Heißt, das geschulte Auge sieht schon, muss beide unendlich sein, weil beide Äste nach oben gehen. Ja. Joa. Rechnen können wir auch. Wir können einfach besonders große oder besonders kleine Zahlen einsetzen. Mal, wir setzen mal ein f von, naja, machen wir mal 10. Jetzt setzen wir hier für x einfach 10 ein. Dann kann man kurz ausrechnen. Kommt man auf 100 minus 20 minus 8 sind 72, ne? 72. Jetzt kann man noch weitergehen, kann f von 100 einsetzen. Na, auch hier würde ich jetzt für x wieder 100 einsetzen. 9792, wa? 9792. Und wir sehen schon, dass die Zahlen eben immer größer und größer werden. Jetzt kann man sich einen Taschenrechner nehmen, kann auch 1000, 10.000, 100.000 eingeben und sieht, dass es auch hier keine Grenze gibt. Auch hier können wir schreiben, Limes der Funktion f für x gegen unendlich ist unendlich. Ja? Unendlich raus, weil es eben hier keine Grenze gibt. Ja, wenn ich 1000, 10.000, 100.000 einsetzen würde, also immer größer werdende x, dann würde ich auch immer größer werdende y-Werte rausbekommen. So. Same kann ich es auch für f von minus 10 und f von minus 100 machen. Kann man ausprobieren. Kommt man auch drauf, dass es auch hier keine Grenzen gibt. F von Limes f von x für x gegen minus unendlich ist dann eben unendlich. Ja? So. Okay. Das wäre die zweite Variante. Ist auch sehr schön und geht auch immer. Man kann es einfach immer einen Taschenrechner nehmen, einfach immer sehr, sehr große Zahlen einsetzen und gucken, was passiert. Ne? Manchmal gibt es auch einen Grenzwert, dann stabilisiert sich die Zahl bei zum Beispiel ein Drittel oder bei 2 oder so. Ja? Argumentieren sieht so aus. F von x ist x hoch 2 minus 2 x minus 8. So, und jetzt gucke ich mir, das ist eine ganz rationale Funktion, ich gucke mir den höchsten, die Potenz mit dem höchsten Exponenten an. Und das ist hier in dem Beispiel, nämlich genau x². So,
Was passiert denn mit einer Zahl, die ich quadriere, dann das Zweifache dieser Zahl abziehe und nochmal 8 abziehe? Ja, also ich quadriere diese Zahl. Ich quadriere eine sehr große Zahl, dann wird die doch noch größer. Dann ist es auch egal, dass ich das Doppelte dieser Zahl davon nochmal abziehe, weil die 2x hier, die ist ja nur mit x verbunden. Und x ist ja ein ganzer Exponent weniger als x². Das heißt, entscheidend ist immer die Potenz mit dem höchsten Exponenten. Ja? Weil später im Unendlichen wiegt das einfach mehr. Und zwar so viel mehr, dass ich einfach alle anderen Potenzen vernachlässigen kann. Was passiert mit einer Zahl, mit einer sehr, sehr großen Zahl, die ich quadriere? Sie wird größer und größer. Also kann ich auch hier schreiben, Limes f von x für x gegen unendlich läuft auch gegen unendlich. Ja, mit der Argumentation, ich quadriere diese Zahl und die wird noch größer. Und es ist auch egal, dass ich das Zweifache dieser Zahl abziehe, weil im Unendlichen wiegt hoch 2 einfach mehr als hoch 1. So, das Gleiche passiert, wenn ich eine negative Zahl einsetze. Wenn ich eine negative Zahl einsetze, dann quadriert sich das Minuszeichen mit. Ja, Minus mal Minus ist Plus. Auch hier gilt dann wieder Limes f von x für x gegen Minus unendlich geht gegen unendlich. Und schlussendlich ist es ziemlich egal, welche Variante du anwendest, solange du aufs richtige Ergebnis kommst. Ja, du kannst dir den Graphen angucken, kannst sehen, okay, beide Äste gehen nach oben. Also unendlich und unendlich. Du kannst einen Taschenrechner nehmen, Zahlen einsetzen, die sehr weit nach oben oder sehr weit nach unten gehen. Siehst dann, je größer die Zahl ist, die ich einsetze, desto größer wird das Ergebnis. Das bedeutet, es gibt keinen Grenzwert. Das heißt, die Funktion läuft für x gegen unendlich auch gegen unendlich und bei negativen x-Werten genauso. Oder du kannst einfach argumentieren und sagen, okay, ich schaue mir die Potenz mit dem höchsten Exponenten an und überlege, was dann passiert. Ja, wenn ich eine sehr hohe Zahl quadriere, dann wird die Zahl noch größer. Und dann ist es egal, ob ich was abziehe. Das heißt, ich habe auch hier unendlich und im Negativen auch, weil sich das Minuszeichen mit quadriert, auch unendlich. Und du siehst also, alle drei Varianten führen zum Ziel, kannst doch alle drei Varianten immer so anwenden. Und schon wird der Grenzwert eigentlich zu einem ziemlich handelbaren Konzept. Du hast also drei Möglichkeiten, den Grenzwert einer Funktion zu bestimmen. Variante 1, du schaust dir den Graphen an und überlegst dir, was passiert mit den Funktionswerten, wenn die x-Werte gegen Plus oder Minus unendlich laufen. Was passiert mit den Funktionswerten, wenn die x-Werte gegen Plus oder Minus unendlich laufen? Das kann man meistens am Graphen schon sehen. Wenn der richtige Ausschnitt dargestellt ist, kann man das sehen. Im Beispiel einer quadratischen Funktion ist es noch relativ simpel. Da gehen die beiden Enden der Parabel entweder nach oben, ja, das heißt, Grenzwerte sind unendlich jeweils, oder die Enden gehen beide nach unten, das heißt auch Grenzwerte minus unendlich. Ja, bei Parabeln noch ziemlich einfach. Zweite Variante, du kannst den Grenzwert bestimmen, indem du den Taschenrechner nutzt und sehr große oder sehr, sehr kleine Zahlen einsetzt. Also du kannst zum Beispiel jetzt für x, in dem Beispiel bei 10 eingesetzt, du kannst 100 einsetzen, 1000, 10.000 und schauen, was mit der entstehenden Zahl passiert. Wenn die auch immer größer und größer wird, das ist auch wie hier in diesem Beispiel, dann existiert der Grenzwert eben nicht. Und wir können schreiben, Limes f von x für x gegen unendlich geht gegen unendlich. Ja? Dritte Variante heißt logisch argumentieren. Also wir schauen uns die Funktionsgleichung an und überlegen uns, was passiert mit den Funktionswerten, wenn die x-Werte immer größer und größer werden. Was passiert mit einer Zahl, die quadriere? Mit einer sehr großen Zahl, die quadriere, dann die doppelte abziehe, dann noch 8 abziehe. Naja, die Zahl wird auch immer größer und größer. Und durch diese Überlegung komme ich darauf, dass eigentlich nur die Potenz mit dem höchsten Exponenten entscheidend ist. Und die schaue ich mir an. Ja, x hoch 2. Wenn ich da eine unendliche Zahl einsetze, theoretisch, dann wird die Zahl immer größer und größer. Auch hier, Grenzwert existiert nicht. Limes f von x für x gegen unendlich, auch wieder gegen unendlich. Das wären die drei Varianten. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche Variante findest du am sinnvollsten und vor allem, warum. Das würde mich interessieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.